Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Werwölfe mit einem hungrigen Michael, der gerade sein rohes Fleisch verputzt. Genau, aber wir wollen heute mal unsere Tochter besuchen, oder Michael? Unsere Tochter und Lia, wenn sie zu Hause ist. Mal schauen, was man da so machen kann. Das wird mich nämlich schon interessieren. Sie sind beide da, schön. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ich hoffe, beiden geht's gut. Ich habe immer noch so ein bisschen Bedenken, dass das Spiel das nicht so ganz gebacken kriegt. Mit dem Kleinkind. Ja, so kleine Papa-Gefühle, Sorgen machen und so weiter. Okay. Mach mal dein Dings aus. Megatempo deaktivieren. Und sprich erstmal ein bisschen mit Lea. Über die Wildfangs reden. Rudel-Mentoring können wir anbieten und Romantik, ein Kuss hauchen, nee, nicht Unfug, Unfug machen wir jetzt nicht, und küssen und knuddeln vielleicht, wenn das noch geht, ja, das geht, knuddeln, okay. So, Michael, leg mal dein Handy weg und red mal ein bisschen mit Lea und dann schau mal rein, was da so los ist. Na ja, schön. Ach ja, bei den Wildfangs ist es doch super, oder? Wir werden nicht wie Hunde behandelt, sondern wie Individuen, wie richtige Werwölfe, nicht wie Hunde. Ah, das ist jetzt Mentoring. Ah, okay. Genau, da kriegt Lea noch ein paar Erfahrungspunkte, wenn wir ihr was beibringen. Ach, sie ist so süß. Sie ist so unfassbar süß. Und Michael ist auch so ein Lieber. Was ist das hier? Ach so. Pflanze entwurzeln. Huch. Warum schmilzt du denn so weg? Okay, dann schau mal rein. Hä? An Tür klopfen? Wir haben doch einen Schlüssel. Haben wir nicht einen Schlüssel bekommen von Lea? Und jetzt? Genau, geh mal hin. Und schau mal, was Janet so macht. Ich habe hier nochmal übrigens ein bisschen... Ah, da kommt sie ja schon. Ich habe hier übrigens auch noch ein bisschen umgebaut. Ich habe hier ein Sofa hingestellt. Ich habe hier noch eine Rinne hingebaut. Und das habe ich passend eingefärbt. So ein paar kleine Sachen habe ich noch angepasst, die mir beim Durchschauen der Baufolge aufgefallen sind. Genau. Da kommt es ja schon. Komm rein. Okay, gut. Dann auf jeden Fall lustige Geschichte erzählen. Ins Bett bringen brauchen wir sie nicht. In Schlaf lesen. Kleinkind überprüfen, Sprechen beibringen und dann, warte mal, Töpfchenfähigkeit. Genau, das können wir auch mal machen. Oh je. Naja, gut, sie weint halt oft. Das ist ja auch ihr Charakterzug, glaube ich, dass sie so ein bisschen ein Quengelchen ist. Ja, Lea steht noch da. Das ist ein ganz schöner quietschi Kleine. Moment mal, ich würde... Werwolf. Beibringt zu heulen, ja. Genau, das auch auf jeden Fall. Ja, große. Genau, schau mal rein hier. Ach ja, jetzt kommt es mit dem Töpfchen, oder? Moment. Du hast was an, oder? Da muss ich nicht rauszoomen. Na, Lea, gefällt dir deine neue Wohnung? Ist doch viel schöner, oder? Wie zuvor. Da war ja gar nichts. Genau. Bevor du gelbe Unterhosen hast, dann geh lieber hier aufs Töpfchen. Das ist immer besser. Genau. Und ab und zu kannst du auch mal wild abknödeln. Okay?
Moment, Witter, Badewanne, Bad. Baden wie ein Biest. Jeanette baden, genau. Also das funktioniert auch. Das können wir dann auch mal versuchen. Jeanette baden. Genau, also funktioniert das in normalen Badewannen. Genau. Na Maus. So, und hier im Kinderzimmer ist noch alles klar, hoffe ich. Erziehungslevel 6, hey Michael, du machst dich wirklich super cool. Was kann man denn hier noch machen? Kinderbetreuung, Windel waschen, ins Bett, Schlaf lesen, Schaumbad baden, Getränk geben, baden, Essen geben, Erziehung, bei Bedürfnissen helfen, motiviert, lustiges Gesicht machen, selbst waschen, Befriedigungsgespräch, Auftrag, etwas zu essen. Okay. Ja, super machst du das. Oder Lehrmaus? Was sagst du dazu? Macht dein Mann doch gut, oder? Und die Kleine natürlich auch. Wie lange dauert denn das? Oh. Er klatscht, weil sie gepupst hat. Vielleicht brauchst du irgendwann keine Windel mehr. Und jetzt ist er nass. Oder wie? Oh, oh. Was ist das? Rina. Baden. Beibringen zu heulen. Ja, genau, mach mal. Ja, schön. Cool. Ja, wie cool. Schön. Gut gemacht. Ist das putzig, unfassbar. Süß. Die Familie. Familienheulen. Sehr schön gemacht. Oh, super. Okay. Und jetzt? Baden. Okay. Dann schaut mal in die Wanne. Oder wie auch immer das funktioniert. Moment, muss ich da. Nee, sie hat was an. Okay, sie hat eine Hose an. Alles klar. War es das schon? Moment, ich muss da die Wände doch runter machen. Oh, die Toilette. Oh, die Toilette. Okay. Michael, weißt du was? Du könntest hier mal aufwischen. Okay. Die Kleine stopft hier und lernt es gehen. Ja, gut, so ein bisschen gehen sie ja schon, alle die kleineren Kinder. Okay, mach mal sauber hier. Und dann könntest du dich noch mal ein bisschen mit Lea unterhalten. Von Naturschwärmen. Bisschen flirten vielleicht noch. Und dann irgendwie, Kennst keine du, bist Ahnung, über du Interessen voll reden. Schocker? Den Nische zu Und suchen. Bewunderung, genau. Du Trotzdem bist auch eine wird's super Mama, Lea. da. Knoi, hä? Was haben wir denn Jibs. hier? Cottage Core. Jibs. Ach, Lea hat gar keine Musik hier. Jibsy, near Ruba. Fluffy. We's in a row. Jibs. Okay. Oh, Also die beiden Gosha. unterhalten sich mal schon, was die Kleine so Boyfriend? macht. Quink. Irgendwelche Spielsachen vielleicht anschauen. Nee, was hast du denn jetzt hier? Mister. Huch. Was ist denn das? Du bist ein kleiner Wirbelwind, hä? Kann das sein? Hä? Was heißt denn das? Oh, du hast Hunger, oder? Moment. Aha, du willst dein Milchdings haben. Moment, Milchdings, das habe ich letztes Mal aufgeräumt, das war nämlich leer. Jetzt schauen wir mal. Wie funktioniert denn das? Musst du. Nee, in die Küche kannst du nicht. Oder musst du da zu Mama oder zu Papa gehen? Oder wie jetzt? Ja. Frinka, Brove unser. Pelswa. Kazoi Traben. Nee, sie klettert Sarska auf ihren Boy.
auf ihren Hocker, auf ihren Teddy. Ah ne, die zieht selber irgendwo die Milch her. Okay. Und die zwei quatschen. Kannst du, Michael, kannst du eigentlich auch... Nee, weglegen kannst du nur. Lea hat Hunger. Michael, du könntest noch mal ein bisschen deine Wut etwas wegheulen, damit du hier länger bleiben kannst. Ja, ist schön, wie sie sich alle verstehen. Genau, heul mal kurz. Genau. Und Lea heult mit, oder? Und sie heult mit. Ach, schön. Oh, was denn? Okay. Was? Werwolf-Sparring? Okay. Du stellst es jetzt dahin. Warte mal, Janet Essen geben. Aha, hier absetzen, Getränk geben. Aber die beiden wollen jetzt erstmal ein bisschen sparen. Ja, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Das funktioniert schon ganz gut. Tja, oh, wie schaust du denn? Schaust du traurig? Ah, du möchtest jetzt hier auf deinen Stuhl, okay? So, und wer gewinnt da bei euch beiden? Lea hat gewonnen. Okay, Michael hat gefragt. Ja, süß. Ihr seid echt süß, ihr zwei. Oh, sie ist eingeschlafen auf dem Teddybären. Okay. Oh, ich habe ein Gänseblümchen bekommen. Weißt du was? Dann kriegst du einen Eisenhut. Ihr freut euch über den Schnee? Moment, dich kennen wir doch auch, oder? Florencia Bolivar, okay. Huch! Da knutscht Michael voll um. Was ist da los? Ja, schön. Na gut, okay, die Kleine schläft. Genau, das Licht habe ich auch ausgeschalten, also auf Automatikmodus. Das hatte ich auch noch vergessen. Tür gegen Vampire gesichert und so weiter. Na, was ist denn mit euch los? Könnt ihr da... Nee. Ah, Janet, im Platschbecken setzen. Faulenzen. Ja, okay. Funktioniert auch ganz gut. Also ich habe vor, die Kleine erstmal eine Zeit lang so klein zu lassen, bis ich das Gefühl habe, es ist wirklich alles passiert oder wir haben wirklich alles gesehen oder ja, einfach eine Zeit. Also das wird auf jeden Fall dauern noch, bis ich sie als normales Kind lasse. Keine Ahnung, ich sag mal so 10 Folgen oder so. Schauen wir mal. Okay, Michael, kannst auch mal reingehen. So, dann schaut mal. Aha, Lea räumt es auf. Okay, was machst du damit? Aha, das wird in den Spüler reingeschmissen. Taco, das kannst du mal weglegen. Hat irgendwer hier hingestellt. Genau. Bist ja auch so ein bisschen Hausmann. Und du hast ja selber kein richtiges Haus. Nur quasi eigentlich eine Küche. Und das passt eigentlich. Und jetzt? Oh, ja, der Welt. Oh, oh. Kisana. Wamberg. Lassen wir die zweimal machen. Finusa! Finusa? Okay. Oh, was ist mit dir? Traurig. Ja, wenn die zwei fertig sind, dann kümmern sie sich auf jeden Fall um dich. Was heißt denn das? Du bist traurig. Wie?
brauchst du Liebe. Kriegst du gleich, wenn die zwei fertig getächtelt Mächtel haben. Oh Mann, oh. Jetzt schauen wir mal. Tag verschönern. Hoch, gehst du raus, oder wie? Kleinkind überprüfen, das machen wir jetzt einfach nochmal. Weil ich weiß nicht, was es da noch gibt. Sprechen beibringen. Genau, ein Kinderbuch kannst du ihr mal vorlesen. Genau, Kinderbuch lesen. Genau, traurig. Angenehmes Gespräch. Ja, und es ist, macht ja nichts, wenn deine Eltern hier nackig sind. Also, es ist ja nur Werwolf-nackig, das passt ja. Aber auf jeden Fall schaust du sehr traurig aus. Aber warum? Huh? Seit wann geht denn das? Im Schneidersitz Fernseh schauen. Oh je, und Lea schaut auch Kinderquatsch. Oh je. Was machst du denn jetzt, Mama? Lea. Oh, ihr lest eine Geschichte. Eine Geschichte über Unwetter. Wo ist sie denn hin? Naja, weiß man nicht. Schau mal da ein bisschen zu. Wexabewob. Fibna. Oh je, du brauchst wieder Junkfood, ha? Ach, Manu. Du hast aber noch ein Fleisch, oder? Ah, das ist nichts mehr. Lea steht vor der Mülltonne. Warum das? Oh je. Oh, es ist spät. Eigentlich müsstest du ins Bett. Zarzub. Nilsau. Link to Trebane. Ah, Sprechen beibringen. Ja, du kannst ja schlafen, wann immer du willst. Ach, Michael. You drazzolaba. Oh, Kenneth Oy. Torbisetche. Piff Dravoy. Snares. Freezock Mobs. Das ist voll cool irgendwie. Ja. Drin eingesperrt. Okay, das ist nicht gut. Er muss bald raus, ja. Michael, noch ein bisschen. Nee, Moment, mach mal das mal. Erst soll er die Kleine mal ins Bett bringen. Nee. Bring sie mal ins Bett. Aber sie redet ja schon ein bisschen. Das machst du schon gut. So, jetzt solltest du echt ins Bett. Was? Warum geht es nicht? Oh. Ich glaube, Lea ist auch stolz auf Michael. Oh oh. Warum? Warum geht es nicht? Aber sie hat doch schon mal geschlafen. Warte mal. Also.
Okay, macht es Lea vielleicht? Oje, sie schaut böse. Oje. Blöd. Ja, es ist halt das doof mit der Wut hier. Michael, geh mal raus. Bring Lea die Kleine ins Bett. Ja, Lea bringt sie ins Bett. Geh mal hier herumwüten. Genau, geh mal schlafen. Ja. Territorium markieren. Na, oh, so süß. Willst du nicht schlafen? Oje. Einmal um Leas Haus-Territorium markieren. Hä? Warum? Warum bist du jetzt auf dem Bett, aus dem Bett aufgestanden und legst jetzt lieber am Boden hin? Naja, Werwolf vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Mondheulen? Oh. White Bay! Was ist denn das jetzt? Was ist denn das? Hä? Was? Die Fähigkeiten umgesetzt? Muss sauber sein, Markierung des Waldes? Ach, das ist ja scheiße. Ach, Mist. Mist. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, warte mal, großer böser Wolf. Der innere Dämon wird entfesselt. Dieses Sim baut nicht nur zusätzliche Wut auf, wenn er wütend ist, sondern muss auch gegen einen anderen Sim kämpfen, um sich abzureagieren. Ach, das ist scheiße. Okay. Schlecht. Da werde ich wahrscheinlich den Speicherstand das nächste Mal neu laden. Ich werde hier nicht speichern. Ja, das möchte ich nicht. Also das weiß ich nicht, das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Da kannst du deine Charakterzüge zurücksetzen. Beim Mondheulen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt einfach ein normales Heulen gewesen. Ja, Mist. Okay, Leute, dann würde ich sagen, mach jetzt mal Schluss für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und Servus.